Ja. Geht's euch auch so? Steine im Ofen durchbraten, durchjagen lassen, das dauert einfach so ewig. So ewig dauert das. Aber ihr seht schon im Hintergrund, ich habe hier eine perfekte, einfache Lösung. Und zwar habe ich hier eine Kiste oben drauf, vier schlaue Schächte. Da ich auf eine Zweierkiste nicht vier schlaue Schächte drin packen kann, habe ich hier zwei Messingtrichter oben dran gebaut. Alles, was in dieser Kiste ist, wird über die vier schlauen Schächte nach unten weggedroppt. Ich habe hier in dem Eichenlaub Wasser drin und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lüfter, die auf 8 Stress Units laufen. Und gemütlich alles, was hier unten reinfällt, durchwaschen. Aber der braucht ja mal so ewig. Und alles andere auf Förderbändern braucht ja auch immer so lange. Also zeige ich euch das einmal schnell. Wir brauchen einmal Kies. Und dann lassen wir einfach mal so eine Doppelkiste Kies durchwaschen und schauen, wie lange sie braucht, um fertig zu sein. Und los geht's. Wie gesagt, fällt hier rein und wird direkt durchgewaschen. Jetzt gehen wir zur unteren Kiste. Ich habe hier die Filter so eingestellt, dass kein Kies durch kann. Und ihr seht, die Kiste unten, die füllt sich rappeldicke schnell mit den Eisennuggets, also Eisenklumpen und Feuersteinen. Das waren jetzt 15 Sekunden, maximal 10 Sekunden für eine Doppelkiste. Hier ist nichts mehr drin. Unten ist das Ergebnis. Und wie gesagt, das Beste, die laufen auf 8 Stress Units, sprich, ein kleines Wasserrad ist mehr als ausreichend für einen solchen. Wenn ihr das genial findet, dann für den nächsten Tipp lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Aber mit einem so einem Wasserrad ist er hier ja nicht komplett ausgelastet, beziehungsweise andersrum. Dieser Superwasher belastet ja nicht ein so ein kleines Wasserrad komplett. Wir haben ja 256 Stress Units zur Verfügung. Wir haben hier 2x8, 16, 32, 48 und 64 Stress Units. Das heißt, alle vier anderen, also alle drei anderen Arten und Weisen, wie man Material verarbeiten kann, können wir hier mit einem kleinen Wasserrad bedienen. Aber schauen wir es uns an. Hier haben wir einen Supersmelter mit Lava. In der Mitte seht ihr, habe ich Steindruckplatten. Oben im Tooltip seht ihr das, damit die Lava auch da bleibt, wo sie ist. Nehmen wir uns einen Bruchstein heraus und machen oben die Kiste mal voll mit Bruchstein, sodass wir unten Steine rausbekommen. Und los geht's. Fallen hier wieder runter, liegen da unten gemütlich. Wegen den Partikeln sieht man es jetzt nicht so gut. Aber zack, da kommen die ersten Steine runter. Und dieser Supersmelter hat jetzt gerade eine komplette Doppelkiste Steine durchgebraten, während der Ofen hier, der ist nicht mal bei der Hälfte angekommen. Genauso funktioniert das im Übrigen auch mit Lagerfeuern, wenn wir unsere Steaks braten wollen. Tun wir die Steaks hier oben rein. Einmal eine Doppelkiste Steaks. Zack. Die fallen hier unten rein. Jetzt habe ich hier die Partikel mal ausgemacht, aber ja, die Steaks waren zu schnell weg. Zack, Kiste Steaks voll. Aber ich kann es hier hinten bei den Seelenlagerfeuern nochmal schnell zeigen. Denn beim Haunting und oder ich kenne den deutschen Begriff gar nicht. Auf jeden Fall hier mit den Seelenlagerfeuern können wir aus Sand Seelensand produzieren. Also lassen wir hier mal eine Doppelkiste Sand durch. Ihr seht, hier fällt es runter. Das ist genau dasselbe Prinzip wie da drüben überall. Nur jetzt sehen wir leider die Partikel nicht, also auch nicht die von den Lüftern, von den Fans. Ja, aber zack, zack, zack. Da ist es schon fast alles weg. Jetzt ist es ganz weg. Und hier unten haben wir eine Doppelkiste Seelensand. Also wenn so ein super schneller Super Smelter, Washer, Haunter, Brater kein Like und ein Abo wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber wie bauen wir denn das Ganze? Ja, das Bauen ist recht einfach. Wir nehmen uns hier mal die verschiedenen Sachen einmal mit. Also, wie bauen wir das ganze Ding? Wir fangen unten an mit einer Kiste. Hinten dran machen wir zwei Trichter und drehen sie um, dass sie alles reinsaugen, was runterfällt. Oben drauf setzen wir mit einem Shift-Rechtsklick jeweils die beiden schlauen Schächte. Hier wird dann alles runterfallen, was wir haben, was ja, zum Braten, zum Waschen ist. Oben drüber
Ich nehme jetzt die beiden hier mal wieder weg. Die brauchen wir da nämlich nicht. Setzen wir die zwei. Und genauso wie unten hier die Doppelkiste drauf und oben nochmal die beiden dran. Aber hier müssen wir darauf achten, dass die Pfeile wieder nach außen zeigen, weil ansonsten wird das Ganze nichts bringen. Gut, jetzt kommen die Lüfter dran. Eins und zwei. Na, komm her. Eins und zwei. Ich benutze die in der Mitte jetzt einfach gerade mal nur zum Gegenbauen. Jetzt habe ich hier gerade Quatsch gemacht, die müssen nämlich ein weiter nach außen. So. Wir nehmen den Super Smelter mit der Lava. Das ist ganz cool als Beispiel, weil dann gibt es nämlich noch eine kleine Besonderheit, worauf man achten muss. Denn unten drunter muss natürlich auch noch was hingebaut werden, damit die Lava nicht zwischendurch abhaut. So, und jetzt haben wir hier natürlich wieder genau das. Hier muss noch ein Filter rein später, aber der Filter ist nicht eine Glasfalltür. Zack, zack, da müsst ihr drauf achten. Gut, jetzt brauchen wir wieder das Andesite Casing. Jetzt bleib halt da drauf. Zap, zap. Gut, so, und jetzt müssen wir noch auf die schlauen Schächte die Steinrückplatten legen, damit wir jetzt auch unsere Lava raufsetzen können, ohne ein K zwischendrin. Einmal, zweimal Lava, dreimal, viermal Lava. Jetzt habe ich hier natürlich ihn vergessen. Fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Theoretisch reicht es auch, wenn ihr da jeweils eine Lavaquelle reinsetzt. Das ist dann aber nicht so wild. So, um das Ganze antreiben zu können, nehmen wir jetzt einfach mal hier 1, 2, 3, 4 und hier noch einen hin von den ummantelten Ketten getrieben. 1, 2 Getriebe, 1, 2, 3, 4 und 5 von den Ketten getrieben. Beziehungsweise von den Kettenriemen. Hier wieder genauso. 1, 2 davon. Dann wieder die ummantelten Kettenriemen, 5 Stück. Wenn ihr sie aus Versehen andersrum hinsetzt, einfach mit der Wrench mit dem Schraubenschlüssel rechts klicken. Und dann ist das gute Stück auch schon fertig. Jetzt müssen wir noch einen Motor dran setzen irgendwo. Nehmen wir ihn hier ran. Jetzt dreht er sich natürlich in eine falsche Richtung. Jetzt machen wir es noch einmal schön hier. Schwupps, haben wir hier den Super Smelter fertig gebaut. Wir können jetzt natürlich noch oben rum die Glasfalltüren hinbauen, so wie hier hinten, damit man nicht in die Lava reinfällt, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und damit ihr mir glaubt, dass das auch wirklich so funktioniert, hauen wir jetzt nochmal schnell einen Stack Bruchstein oben rein, beziehungsweise vorher brauchen wir den Filter für die unteren schlauen Schächte. Diesen Filter setzen wir hier unbedingt auf die Verweigertliste, setzen einen Bruchstein rein und dann kommt der Filter auf alle vier unteren. Wie gesagt, achtet darauf, dass hier unten bei den Messingtrichtern der Pfeil in die Kiste reinzeigt und dann ist alles schicki. Jetzt setzen wir hier oben den Bruchstein rein. Ihr habt gesehen, ich habe den kreativen Motor ganz normal wie bei den anderen auch auf vier Umdrehungen gesetzt. Die laufen auf 8 Stress Units, die einzelnen Lüfter. Da sind jetzt die Bruchsteine drin und hier kommen schon die fertigen Steine heraus. Mega schnell, mega easy gebaut. Wenn ihr nicht genügend Rosenquarz und Redstone und Co. für die schlauen Schächte habt, dass ihr euch gleich 8 bauen könnt oder wollt, dann könnt ihr oben auch die normalen Schächte hinsetzen. Da kommt dann halt alles direkt raus. Unten sollten schon die schlauen Schächte sein, weil sonst könnt ihr keine Filter setzen. Und wie wir im Hintergrund sehen,
Der Ofen ist immer noch im Gange über meinem Köpfchen da hinten. Aber hey, lasst einen Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Die Schematics sind unten in der Beschreibung verlinkt. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.